Das Brexit-Chaos strapaziert die Geduld der britischen Bürger, aber auch die Geduld im restlichen Europa. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat einen Notfallgipfel auf EU-Ebene für den 10. April angekündigt. Das ist 2 Tage vor dem Datum, an dem das Vereinigte Königreich, Stand jetzt, mutmaßlich ohne vertragliche Regelung aus der EU ausscheiden wird. Tusk hatte noch vor der Abstimmung des britischen Unterhauses dazu aufgerufen, über einen großzügigen Aufschub des Austrittsdatums nachzudenken. Dann müssten die Briten aber an der Europawahl teilnehmen und das wollen Brexit-Befürworter unbedingt vermeiden. Michel Barnier, Chefunterhändler der EU für den Brexit, gab sich vor der Abstimmung kompromissloser. Der Standardweg bei einer Ablehnung des Vertrags sei ein No-Deal, so Barnier. Dieser No-Deal sei inzwischen wahrscheinlicher geworden, aber die EU sei auf solch einen ungeregelten Brexit vorbereitet. Ob die Briten um eine Verschiebung des Brexit bis nach der EU-Wahl ansuchen, steht noch nicht fest. Ebenso wenig, ob die anderen EU-Staaten sich darauf einlassen würden.